Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute einen Pull. Und zwar geht es um das Orlando-Banner von Final Fantasy Tactics. Das ist Orlandeo. Den wollen wir haben. Am besten sogar zweimal. Die wollen wir nicht. Die Soleil, das ist. Die hat zwar auch 6 Sterne, aber eigentlich ist sie nicht zu gebrauchen. Und Ovelia als Heilerin und Lawrence, das sind eigentlich mehr so Trollbanner. Die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Schauen wir mal, ob wir mit dem großen Ziehpack Glück haben heute. Ah, okay, gelb fängt schon mal ganz gut an. Ich habe mir die. Was haben wir da? Gafgarian. Der gut, den habe ich noch nicht gehabt. 4 Sterne kann man eigentlich vergessen. Der Rest ist blau, das ist wenig spannend dann. Was haben wir hier? Lawrence, ja. Ich doch gesagt, den brauchen wir eigentlich nicht. Also ist halt so. Und Ovelia gleich hinterher. Wir arbeiten uns also von unten nach oben in der Rangliste, wie interessant die Charaktere sind. Charlotte. Die habe ich noch nicht. Die ist eigentlich gar nicht schlecht als Tank. Auch wenn ich da was Besseres habe. Kann man eigentlich nicht meckern drüber. Leon ist. Ja. Geht so. Da gibt es auch deutlich bessere Einheiten. Also, das war erstmal nix. So, ich habe jetzt bei dem Ifrit-Event Histola gezogen. Die ist ja auch dort die seltenste Einheit. Und ich glaube, damit habe ich mir jetzt den Regenbogen verballert. Ich werde jetzt erstmal neue Lapis kaufen. Und das mache ich in dem Fall für weitere Amazon-Coins. 9.999. Ich bekomme 500 Coins, wenn ich das mache. Das heißt, die werden mir dann gut geschrieben. Davon kann ich später noch neue Lapis kaufen. Ja, Passwort eingeben. Geht eigentlich relativ zügig. Wenn man das Ganze über die Underground Amazon App gemacht hat. Anleitung dazu gibt es in einem anderen Video. Ja, damit habe ich jetzt erfolgreich 18.000 Lapis bekommen. Und da kann ich dann natürlich ordentlich ziehen, ne? Also, das Final Fantasy Tactics Banner. Schauen wir mal, ob wir jetzt mehr Glück haben. Die 11 Beschwörungen, da ist die Chance halt höher, dass man mehr hat, als wenn man Einzelbeschwörungen macht, ne? Für 500 Lapis die 11 Beschwörungen, für 5.000 mal davon abgesehen, dass man umgerechnet mehr Beschwörungen bekommt für weniger Lapis. Und ja, gelb sieht besser aus als letztes Mal. Aber wie gesagt, ich habe ja Ishtola bekommen und ich glaube, mein Glück für Orlando ist damit aufgebraucht. Schauen wir aber mal, was wir jetzt bekommen. Okay. Das ist ziemlich viel Crap. Soleil. Ja, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch. Ne? Lawrence haben wir, Ovelia haben wir, Soleil haben wir. Und nochmal Charlotte, nochmal Ovelia. Und ganz unten Luca ist, wenn man jetzt nicht gerade hier Stuhle hat, eigentlich auch eine der besten Heilerinnen. Ist also jetzt nicht verkehrt. Der Rest ist halt nur Mist gewesen. Also das ist bisher hält es sich in Grenzen, sagen wir mal so. Aber wir fangen wieder mit einem gelben Kristall an. Gucken wir mal. Und ich glaub's nicht, da ist ein Regenbogenkristall zwischen. Kinke, das ist glaube ich aus Type Zero. Der auch, also die habe ich bei den Type Zero Event nicht bekommen, jetzt kriege ich sie auf einmal. Die Charaktere. Und ich glaube es nicht. Es ist Orlando. Hab ich ein Schwein? Das ist jetzt quasi der dritte große Pull und ich habe es tatsächlich geschafft, ihn jetzt schon zu bekommen. Das ist unglaublich. Nochmal Soleil, ja, Teller hatte ich bisher auch noch nicht. Also, ne, da komme ich jetzt gar nicht über hinweg. Ich habe heute Ishtola bekommen. Ja gut, geil, braucht kein Mensch. Und ich habe Orlando bekommen. Also heute ist
ein sehr guter Tag für mich, muss ich schon sagen. Das ist ziemlich cool. Also das ist jetzt der dritte Pull erst und ich habe ihn jetzt schon. Ich habe normalerweise auch nie Glück. Also ich habe bei den anderen Events auch nur Crap gezogen und das ist cool. Das ist cool. Aber wir machen weiter. Ich habe ja noch mehr Lapis, die ich mir für das Paket geholt habe und dementsprechend. Es ist klasse. Also mit Alandu gleich. Oh, und wir haben jetzt gleich schon wieder einen Regenbogenkristall. Wollt ihr mich eigentlich. Ihr könnt mich mal am Popo lecken. Das ist ja klasse. Also, ja, die Elver, die großen Ziehungen der Einheiten, die sind definitiv lukrativer als die einzelnen. Also, es lohnt sich durchaus da zu sparen oder sich eben gleich so viele Lapis zu organisieren. Ich traue mich gar nicht drauf zu drücken. Es ist ja heiß. Oh, schau mal. Also wenn das jetzt noch zweiter wäre, wäre natürlich cool. Nein, es ist Ace. Okay, gut. Wollte ich jetzt nicht haben. Ist nicht schlecht. Also macht guten magischen Schaden, aber da habe ich schon X-Death für. Aber was beschwere ich mich? Ich habe schon wieder einen Regenbogenkristall bekommen. Ist okay. Ist nicht Orlando und wir haben ziemlich viele Aurelias bekommen. Wir machen auch direkt weiter dann, aber das ist nicht schlecht. Ich habe ja dann im Prinzip heute drei Regenbogenkristalle bekommen. Histola, Orlando und jetzt halt Ace. Ja, und jetzt kriege ich einen blauen. Das habe ich jetzt auch gar nicht anders verdient. Ich glaube, ich habe jetzt auch mein Glück ausgeschöpft für heute. Vielleicht sogar für dieses ganze Event. Ja, warum zwei Orlandos? Weil, wenn man zwei hat. Huch, okay. Doch ein gelber. Beschweren darf man sich. Wenn man zwei Orlandos hat, kann man nämlich die Attacken miteinander so kombinieren, dass man dann Schadensketten bekommt. Nee, da ist ja ganz, ganz viel Blau und also das ist klar gewesen. Noch mehr Ovelias. Was haben wir hier? Ey, ja, also Type Zero, wie gesagt, bei dem Type Zero Event habe ich davon keinen einzigen bekommen. Jetzt kriege ich sie, wo sie nicht haben will. Gut, was soll man machen? So, jetzt habe ich nur noch 1990 Lapis. Damit kriege ich natürlich kein großes Paket mehr voll. Aber ich werde die jetzt einfach komplett aufbrauchen. Das heißt, ich werde die Einzelbeschwörungen dann machen, soweit es eben geht. Und einfach mal gucken, ob da noch irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Allerdings, ich habe ja eben noch Amazon Coins quasi zurückbekommen, dafür, dass ich was gekauft habe und werde das jetzt einfach nutzen, um eben aus den Coins noch ein paar Lapis zu machen. Dadurch, dass ich das Passwort eben schon eingegeben habe, muss ich es jetzt nicht nochmal machen. Und das sind jetzt immerhin auch nochmal 500 Lapis. Das ist eine Beschwörung zusätzlich. Das ist, finde ich, so für extra, finde ich super. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Ja, dann ziehen wir mal einzeln und kratzen quasi noch den Rest unseres Glücks heraus. Und was kriegen wir? Blau. Ja, also wie gesagt, die Einzelbeschwörungen, da sind die Chancen nicht so hoch und man muss ja nun auch sagen, ich hatte jetzt auch verdammt viel Glück. Das ist unglaublich. Also, ich kann es noch gar nicht so richtig fassen. Ich habe Histola und Orlando bekommen. Und oh, gelb, auch nicht schlecht. Nicht so viel Müll quasi mitgenommen wie andere Leute. Akria ist schon wieder okay. Die habe ich eben ja schon mal gezogen. Ne, also wenn man sich das mal so anguckt, mein Durchschnitt an Crab-Einheiten ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich werde halt die Ovelias einfach zusammen fusionieren und den Orlando dann leveln heute noch, wahrscheinlich. So, das war jetzt die letzte. Leider fehlen mir 10 Lapis für die nächsten 500 vollen, aber das kommt wann anders. Sabin braucht auch kein Mensch. Also habe ich auch voll verdient, muss ich sagen, nachdem ich jetzt so viel Glück hatte. So, dann gucken wir uns nochmal die Spezialangebote an.
die es jetzt bei dem Event dazu gibt, ne, für 3000 Napis hier. Das ist halt dieses Mega-Paket. Ich finde, das ist auch verdammt viel, was man dafür bekommt. Vor allen Dingen mit den ganzen Kaktoren und 5000 rote Orbs, die man ja auch eintauschen kann beim König. Und dann gibt es ja auch die kleinere Variante, die auch nicht schlecht wäre, aber wie gesagt, mir fehlen 10 Lapis. Ja, das war's.